Hey Leute, damit willkommen zur nächsten Folge Clash of Clans. Heute sind wir, wie ihr seht, unterwegs. Trotzdem werde ich extra für euch eine Folge aufnehmen, denn ich habe extra gewartet, wir werden heute live das neue Rathaus erreichen und hier sehen wir schon, geht es direkt los mit einer großen Ankündigung. Wir sehen hier so einen komischen alten Typen. Wir werden heute alles live freischalten und aufbauen. Ich glaube, dieses neue Clash of Clans Update mit dieser Clanstadt können wir jetzt freischalten. Ich bin sehr gespannt. Es gibt viel zu tun und wir legen direkt los mit den Belongs. Belongs, perfekt. Und sehen hier, okay, die Clanstadt. Okay, ein großer. Fangen wir oben an. Let's go, okay. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Alter, da sind überall Pfeile. Wo soll ich jetzt draufdrücken? Okay, das ist... Was ist das? Da muss man reparieren. Ah, wieder aufbauen. Das ist eine Dekoration aber nur. Das ist ja mega low. Keine Ahnung, brauche ich nicht. Was ist das hier? Die Luftabwehr. Das uns verbessern. Achso, okay, das können wir jetzt schon machen. Eintragen. Ach lol, und das wird jetzt oben drauf gepackt. Schmiede sehen wir jetzt zum ersten Mal. Und die können wir dann einsetzen, um unsere Clanstadt zu verbessern, ne? Das ist das Update, das große. Wir gehen mal drauf. Da ist Fights. Oh, wir können Überfälle machen zum ersten Mal. Okay, das sind jetzt Truppen, die kenne ich jetzt gar nicht. Die müssen erstmal jetzt kennenlernen. Wie geht das denn jetzt? Also, der Super-Barbar, der Super-Riese. Die da keine Horde, lol, die kenne ich ja aus Clash Royale. Dann die Schleischschützen, die gibt es auch in Truppen. Rambok und den Super-Magier. Lol, wir können die instant, also die Archers sind sehr geil. Sollen wir nur Archers spielen oder die kombinieren am besten? Ich kenne mich halt null aus, ich habe noch nie einen Angriff gemacht. Alle Leute im Chat sagen, Archers sind die besten. Dann machen wir nur Archers und packen mal noch diese Super-Barbaren dann on top. Ich habe noch nie einen Überfall gemacht. Ich bin jetzt saugespannt. 0%. Ah, den haben wir schon zerstört. Ah, und jetzt müssen wir den Stadtgipfel angreifen. Alter, ich bin so gespannt. Zauber? Doch, Zauber. Rechts Zauber. Oh, 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 Zauber. Oh mein Gott. Haben wir noch nicht. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Da, zack, speichern. So, jetzt. Alter, der erste Angriff im Clankriegswochenende. Jetzt hier. Ja, alles rein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert jetzt. Tippen oder gedrückt halten, ja. Wir können nur dort unsere Truppen hinsetzen, scheinbar. Also, wir sehen auch hier ein paar Verteidigungsgebäude. Und diese ganzen Häuser sehen wir. Und in der Mitte ist diese Clanstadt, die ist riesig. Ich habe keine Ahnung, wir gehen rein. Zack. Was? WTF, wie viele sind das denn? Und jetzt erobern wir das hier. Und wir kriegen jedes Mal, wir sehen da oben rechts, wie viel Währung wir kriegen. Wie geil. Alter, für jede Hütte, die fällt, kriegen wir was. Ich weiß jetzt nicht, ob es so smart war, von mir da rein zu spammen. Aber schaut euch an, wie viele Bogenschützen das sind. Ihr meintet alle, die sind broken. Ich sehe jetzt schon, was ihr meint. Oh, da beginnt ihr. Das ist schon krass, okay. Egal. Alter, wir räumen mal komplett auf hier. Wir müssen mal. Aber ich glaube, Heal ist eher für Flächenschaden, oder? Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwas bringen würde. Wir schaffen das easy. Die räumen da richtig auf. Es ist insane. Alter, es ist geil. Was ist denn das überhaupt für ein Gebäude? Keine Ahnung. Das geht da unten ab. Die räumen auch, Alter, auf beiden Seiten. Macht irgendwas Flächenschaden? Da ist ein Bombenturm. Wir warten erstmal noch ab, würde ich sagen, bevor wir. Oh, jetzt es kommt, glaube ich, da ein Flächenschaden-Ding. Da unten. Oh, aua, egal. Die machen es. Wir müssen irgendwo nach Heal ansetzen. Heal, Heal, Heal. Der war, glaube ich, ultra bad, oder? Wobei, Healen dagegen. Der war richtig kacke, oh mein Gott. Die unten sind jetzt tot, aber wir haben hier alles zerstört außenrum mit den Archers. Das war, glaube ich, ein echt guter Hinweis. Die werden auch alles da oben aufräumen. Die haben noch Zeit. Wir haben jetzt schon fast 2000 Klangold gesetzt. Alter, der Heal war kacke, oder? Da kann man ja auch keiner erzählen, dass er gut war. Oh, was geht da denn ab? Was ist das denn? LOL! Das kann da oben rausschießen. WTF. Yo, okay, das ist echt geil, aber mal anzuschauen. So sehen die Überfälle dann aus. Und wir können 5 Stück von denen machen, stimmt. Aber machen erstmal gleich unsere Upquests schon mal, dass wir in der Zeit was unsere Bauarbeiter beschäftigt haben. 68% mit einem Angriff zerstört. Jetzt erstmal ganz wichtig. Wir haben nämlich, Alter, wir haben noch die ganzen Ressourcen. Ich habe nicht reingeschaut extra die letzten Tage. Extra, dass wir live jetzt hier alles anschauen können. Wir machen erstmal die ersten Upgrades und dann schauen wir, welche Gebäude neu sind und alles. Wir können 6 Angriffe machen wegen Bonusangriff. Geil. Wir entfernen erstmal alle Hindernisse und dann schauen wir, welche Gebäude wir alles neu haben. Also, an sich erstmal das Dorf, weil wir gerade schon dabei sind, ne? Es ist fast alles maxed. Die Bogenschützentürme, da müssen noch 2 nicht maxed und die Sammler sind. Die gehen auf Stufe 10 theoretisch hoch. Aber wir hatten gesagt, weil wir so viele Ressourcen bekommen und die Clanspieler sind jetzt nicht vor. Die laufen auch heute 13 Stunden. Okay, das ist natürlich jetzt eine Ansage. Weil die Clanspiele sind, wurde mir gesagt, die Belohnung da so krasse. Oh mein Gott, kriegen wir das alles? Dann hat sich das ja übertrieben gelohnt, oder? Okay, das ist sehr, sehr nice. Da werden wir komplett abräumen. Die Belohnung werden ja so fett werden. Was ist das denn alles? Alter. Ist nicht auch die Season bald vorbei? Ich bin echt überfordert gerade. Genau, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich gerne im Shop Creator-Code Jojonas eintragen. Sprungfalle und Riesenbombe haben wir. Platziert mal jetzt irgendwie hin, erstmal. Und die Riesenbombe, wisst ihr ja, ne? Das ist so eine XXL-Bombe einfach. Das ist geil. Repariere die Juwelenmine, stimmt. Oh mein Gott, die muss produziert haben eigentlich. Passt auf. Boom, wie viele Gems kriegen wir? 6 Stück. Ja, gut, besser als nichts. Ne? 6 Gems. Die werden uns auf Dauer immer wieder so ein paar extra Gems geben, auf jeden Fall. Können wir hier irgendwas machen in der Zeit schon mal, dass der vielleicht kurz arbeiten geht? 40 Minuten, ja, den können wir eigentlich machen lassen hier. 2 Stunden halt wieder, ne? Die Fallen soll er schon mal hinplatzieren hier. Zack, die eine zumindest. Ich glaube, da unten wäre noch eine Mine smart, weil da viele echt reingehen an der Stelle. Vielleicht sogar beide Minen mal dahin, weil die sind da echt anfällig da unten. Gehen da mal gerne rein. Komm, dann machen wir hier einzelne beiden hoch. Das dauert 40 Minuten. Machen wir die Mine hoch. Zack. So, sehr geil. Ja, das ist nämlich auch schon mal. Können wir noch irgendwas forschen? Aber es dauert, glaube ich, nicht. Ja, es dauert zu lang. Erstmal die Gebäude. Wo waren wir? So.
Was haben wir neu? Verteidigung? Ja gut, die Mauern überfordern mich immer. Machen wir erstmal alles hin. 25 Mauern. Wir craden die jetzt nicht instant ab. Ich würde sagen, wir sparen erstmal. Komm, zumindest einmal wollen wir sie upgraden. Das kostet jetzt nicht so viel. Aber das restliche Gold sparen wir uns erstmal. Wie teuer werden die neuen Mauern werden? 125 Stück? Oh Gott. Okay, 3,7 Millionen. Aber wir haben, glaube ich, wegen dem Rathaus-Upgrade noch den Sternebonus. Wie lange gilt denn der noch? Noch für 13 Stunden? Kacke! Oh, ich habe die App, glaube ich, aus Versehen einmal geöffnet und dann wurde dieser Kack-Bonus schon aktiviert. Die wollen mich doch jetzt habe ich den Bonus nur noch für 13 Stunden. Der gilt normalerweise für 3 oder 4 Tage, oder? Also wir kriegen einen extra Minenwerfer. Wir kriegen eine extra Luftabwehr. Wir kriegen den Magierturm und den Luftfeger auch zum ersten Mal. Wir haben noch einen Sammler ohne Goldmine. Let's go, dann bauen wir die direkt. Auf geht's. Sammler, Goldmine. Da müssen wir erstmal direkt schauen, dass wir unsere ganzen Angriffe machen. Und dann schon mal die nächste Armee produzieren, würde ich sagen, in der Zeit. Dass die auf jeden Fall beschäftigt sind. Wir haben neue Truppen. Natürlich. 600.000 Elixier kostet es zwar. Aber dann haben wir in der nächsten Folge die Heilerin. 36 Truppen halt. Ah ja, den müssen wir machen. Und wir haben noch Clankrieg. Jetzt bin ich überfordert. Alter, wir liegen gerade ganz knapp vorne. Okay, es ist sehr viel zu tun. Okay. Clankrieg haben wir also auch noch. Ich muss auch den Sternebonus mir sichern. Das ist echt ein bisschen viel jetzt. Das Wichtigste ist jetzt, wir haben nur noch 13 Stunden. Den vierfachen Sternebonus. Den müssen wir jetzt ausnutzen. Ganz, ganz dringend. Haben wir die Schatzkammer schon geleert? Nee, dann machen wir es mal zuerst. Zack. So. Okay, dann bauen wir schon mal den Magierturm. 3 Stunden. Geil. Sehr gut. Haben wir den schon mal erledigt. Und die Goldmine gehen schon mal auf 4. Wir müssen uns den Sternebonus sichern. Der gilt nämlich nur noch 13 Stunden vierfach. Wir können probieren, die Luftabwehr wegzublitzen. Komm, wir probieren es mal. Yes. Nein. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Weg, 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 weg. Sehr gut. Okay. Passt. Die Luftabwehr ist weg, aber es sieht trotzdem schwierig aus. Oh nein. Ich krieg zumindest. Ich will halt eigentlich zumindest 2 Sterne. Nein, nur 1 Stern. Ich hätte lieber die sicheren 3 Sterne nehmen sollen. 3 Sterne hole ich aber, glaube ich, jetzt nicht mehr, oder? Das wäre zu krank. Ja, dann geht's fit. Ganz ehrlich, dann geht's doch fit. Ja, schade, war ein Versuch wert. 2 Sterne. Ganz ehrlich, ist in Ordnung. So, da ist er. 1 Million von beidem. Wir können gleich den nächsten Bauarbeiter dann in die Kaserne setzen. An eine, dass wir schon mal die Heilerin safe haben. Das dauert halt, es sind 600.000 Elixier dann halt, aber das ist dann auf jeden Fall weg. Das passt. Dann machen wir das ist hier einfach. Und bilden hier wieder Truppen aus. Wir müssen einfach den Sternebonus sich erholen. Dann machen wir einfach so irgendeinen easy Angriff, der auch nicht so lange zum Ausbilden dauert, würde ich sagen. 16 Minuten dauert die Armee. Dann machen wir die einfach 2-mal. Die sind gleich fertig. Ich würde eigentlich auch sagen, dass wir die direkt nochmal wieder an die Sammler schicken. Aber ich muss sagen, so viele neue Gebäude gibt es gar nicht. Wir haben, was halt ein neues Verteidigungsgebäude ist auf jeden Fall der Luftfeger. Dauert halt leider 6 Stunden, müssen wir vielleicht über Nacht oder so machen. Wir haben halt einen Luftwaffe extra, einen Minenwerfer extra. Magierturm extra ist geil. Luftfeger ist halt ganz nice, auf jeden Fall auch gerade gegen Luft natürlich. Aber ansonsten haben wir gar nichts großes Neues. Das Geile ist dann eher noch, dass wir die Clanstadt freischalten und vor allem die Heilerin. So, zack, dann warten wir hier ganz kurz. Dann hauen wir hier die Sammler wieder hoch. Wobei wir geben erstes Elixier vielleicht aus, weil das dauert ja noch 40 Minuten, dass wir bei eigentlich beide erstmal. Wir können ja mal gerade schauen, was wir machen. Let's go, so. Dauern jetzt 40 Minuten, aber ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Wir müssen uns also auf jeden Fall noch den 2. Sternebonus sichern. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir halt 1 Million kriegen wir den vierfachen. Und die Schatzkammer ist halt erstmal fast gefüllt, ne? Ja, boah. 1 Million Elixier, 1 Million Gold einfach. Das ist echt crazy. Das bedeutet, Elixier kriegen wir noch ganz gut los, indem wir es auf die Kaserne draufhauen. Ich denke, Gold kriegen wir los, indem wir es am besten auf die Mauern draufhauen. Erstmal ziehen wir in die Clanstadt rein. Wir versuchen mal eine andere Truppe dieses Mal. Wir versuchen die Bogenschützen, aber packen noch den Rambock rein. Wir müssen mal ein bisschen andere Truppen noch testen. Wir packen dieses Mal noch 3 dieser krassen Riesen dazu und einen Rambock. Und den versuchen wir jetzt hier. Zack, 2. Überfall mit Heal. Lol, die sind irgendwie breiter. Dann noch ein Rambock. Oh, oh mein Gott. Okay, so. Okay, keine Ahnung. Alter, der Heal. Das ist krank gut. Ich glaube, wir kriegen 100% so hin, oder? Allein dieser Heal, der bleibt die ganze Zeit bestehen. Boah, allein diese Bogenschützen-Army ist krank gut. Ah, oben links steht auch verfügbare Beute. Das habe ich ja gar nicht mal gecheckt. Der greift eben mit dem Bahn an, tatsächlich. Lol, das sind so Elektromagier-Blitztürme. Ja, die können ja gar nichts. Die sind ja übel schlecht. Oh nein, er hat's echt. Jetzt hätte ich lieber die Bogenschützen nehmen sollen. Oh nee, 7%. Dafür 7% will ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Er geht direkt nochmal rein für die 7%. Elektromagier Blitztürme. Wie heißen die Dinger denn? Einfach Supermagier-Türme oder was? Keine Ahnung. Hier wird es nämlich auch spannend. Wir haben jetzt ja die Juwelenmine endlich wieder aufgebaut. Was wir vor allem noch bräuchten, ist das letzte Gebäude im Nachtdorf. Und zwar das Armeenlager. Das kostet 180.000. Das brauche ich halt schon dringend eigentlich, ne? Das will ich halt eigentlich schon unbedingt mal wieder aufbauen. Dann machen wir unseren nächsten Angriff hier im Nachtdorf. Zack. Es war so klar, dass wir verlieren. Wir haben echt verkackt, aber das war verdient. Okay, suchen wir es. Die Riesen tanken jetzt in der Bahnräume hinten dran auf. Ist, glaube ich, mega smart. Alter, das ist viel besser. Das ist viel besser als mit Bogenschützen, weil die viel mehr Damage machen. Okay, wir können gleich mal schauen, ob wir unsere Dings draufhauen, unsere ganzen Marken und so. Müssen wir jetzt mal schauen. Krank. 69% geholt, muss reichen. Direkt wieder rein. Okay, das war natürlich jetzt mies. Ja, eine Sprungfalle war gut platziert. Alter, die sagten den Test auch so schnell. Schaffen die nicht. Ja, wird jetzt knapp.
Shit, die Kanone sniped. Der zieht. Oh, kacke, das war nichts. Hätte ich vielleicht noch lieber Bogenschützen nehmen sollen. Reicht trotzdem für den nächsten Sieg. Oh, Alter, habt ihr es gesehen? Wir sind 5 Sekunden schneller gewesen als der andere. Wir haben genauestens beide 42% geholt. Okay, das war krank. Tester vielleicht. Ja, 150.000. Das lohnt sich. Außer 5 Stunden, dann machen wir es über Nacht an. Oh, die Mauern graden wir sogar zuerst mal ab. Die müssen sowieso mal gemacht werden. Wir machen einen Ring. Wir formen einen Ring, Leute. Und jetzt hier noch mit den Sammlern. Es ist so nice. Es ist sehr laut, aber auch. Und die Truppen heben wir sogar noch auf, würde ich sagen. Alter, ja, das ist Überforderung. Boah, 7 Stück haben wir schon besiegt. Eine Lakaienhorde rein. Zack. Zack. Der Heal carry ich jetzt erstmal. Das ist direkt den nächsten Heal hier. Und jetzt gibt es hier einfach von unten die Lakaienhorde und den restlichen Truppen. Was macht denn so ein Supermagier? Oh mein Gott, sind die Kacke. Okay, na, das war gar... Das war ja ultra bad. Das war ja, ich glaube, das war ja ultra bad. Erstmal hier wieder raus, das wäre ja recht schlecht. Will ich nur Bogis benutzen, sagt ihr? Wir probieren es jetzt. Ganz vielen Bogenschützen. Und Heal. Heal gedroppt. Keine Bombe darf jetzt nur kommen. Muss 100% es schaffen, ganz wichtig. Oh, ich bin dumm, die machen Flächenschaden, ne? Dann warten wir das kurz ab und hauen dann alles auf die Mauern. Ohne Forschung müssen wir eigentlich so oder so noch machen, komm. 120.000 direkt kostet mich das, aber es lohnt sich. Geil, Mine ist fertig, so, jetzt geht's los. Zack. Auf der Stufe sind 100.000 Gold so viel... Ich verstehe das nicht. Wie kann es sein, dass es so viel kostet? Da muss ich 10 Angriffe machen hier. Ich bin Meisterhütte Level 3. Machen wir erstmal hier so hoch. 10.000 ist ja schon mal einiges. Es ist viel zu teuer. Okay, machen unsere Angriffe. Let's go. Ich glaube, es war smart. Weil es sind nicht schon fast weg, wisst ihr? Das mit Schleichschützen zu arbeiten war sehr gut in dem Fall. Wenn jetzt die Riesen tanken, dann haben wir sogar 3 Sterne. Ah, wenn jetzt der Tesla fällt, dann haben wir das. Komm. Oh mein Gott, wo sind die anderen Gebäude? 100%. Muss sein. Ja. Wenn nicht, dann... Ja, 48 nur gut. Können wir nicht einfach reinlaufen oder das ist mega doof? Sehr gut. So, boom. Direkt 2 Gebäude weg. Richtig. So, was schaffen die jetzt? Nice, noch ein guter Schlag. Ich glaube, es wird nicht reichen. Oh. Ich glaube, er macht nichts. Ich muss schauen, ob es reicht. Müsste eigentlich gereicht haben für den Angriff. 42% war knapp. Sehr geil. Dann machen wir halt den verborgenen Tester, würde ich sagen, ne? Boom. 5 Stunden dauert der. Ja, müssen halt ein paar Ressourcen. Wie lange braucht denn der Sammler dafür? 1000 pro Stunde. Ja, das schafft er ganz gut. Ja, wobei. Dann brauchen die jetzt noch 11 Minuten. Ich würde gerne mal Überfallwochenende nochmal reinschauen. Ah, hier diese. Das sind diese Magier, die so. LOL. Hä, die sind krass. Die können übel die Chain raushauen. Alter, Mohammed, übel guter Angriff. Jetzt hier. Oh, das war natürlich jetzt mies. 14% geholt. Wie viel haben wir jetzt gemacht insgesamt? Das war 7000. Dann schauen wir auf, was wir das draufhauen. Magier-Tag gibt es doch irgendwie. Ich will die Magier upgraden. Super, ja. Ah, geht nicht. Dann gehen wir mal hier rein ins Barbarenlager. Vielleicht können wir da irgendwas upgraden. Den könnten wir zum Beispiel Level 2 machen. So einen Superwerfer. Okay, machen wir jetzt einmal einen Superwerfer hoch. Zack. Alter, der ist instant hoch, dank uns. Den Rest in die Kaserne. Achso, stimmt, können wir auch schon mal den Rest in irgendwas stecken, genau. Was ist denn das? Level 2 sind wir da. Okay, 5,5 Minuten. Dauern hier noch die Sammler auf jeden Fall. Die Truppen haben wir jetzt, glaube ich, schon fast ausgebildet. Vergiss es nicht, die Clan-Spiele. Was müssen wir denn machen? Du musst mindestens Aufgaben... Ach, oh mein Gott, Alter. Ach so. Einen Stern. Das würden wir hinkriegen, ja. Zack. Würde ich jetzt einfach die Clanburg-Truppen halt löschen. Tut es weh, aber mache ich jetzt ausnahmsweise. Was eine Valkyre. Valkyre und Loon einfach wieder. Zack. So. Der eine Bauarbeiter geht auf jeden Fall auf die Kaserne. Dass er die Heilerin fürs nächste Mal freischaltet. Das ist ultra wichtig. Da macht er uns die Heilerin auf jeden Fall fit. Und damit haben wir jetzt hier die letzten Sekunden. 3, 2, 1. So. Mine Level 5. Die andere auch Level 5. Den Sammler. Das heißt, wir geben jetzt einiges aus. So. Das Wichtigste zuerst. Kaserne Level 8. Das heißt, wir haben auf jeden Fall in der nächsten Folge die Heilerin. Das wird übel geil werden. Jetzt die Frage, Schatzkammer leeren, reicht das? Boah, ist viel. Haben wir jetzt genug Platz? Wir haben 1 Million von beidem. Nee, reicht nicht. Forschen können wir nicht. Das Elixier müssen wir, glaube ich, ein bisschen wasten. Gold könnte ich ausgeben. 200.000. Zack. Einfach boom, so. Machen wir einfach direkt Level 4, ist in Ordnung. So, zack. Boom. 500.000 Mauern. Alle Level 5 damit, sehr geil. So, und jetzt, was machen wir? Ich würde sagen, ein Armeenlager. Zack. 12 Stunden. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's. Sternebonus sichern. Und die Valkyrie setzen, ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall auch die Quest schaffen. Und boom. Diese Dörfer so zu berennen, ist zu geil. Vierfacher Sternebonus. Und hier, geil. Abgeschlossen, wichtig. Das heißt, Heilerin ist im Upgrade. Armeenlager auch. Da muss ich heute Abend was starten. Das ist sehr geil. Und hier, genau, da kommen wir auch gut voran. Soviel zur heutigen Folge. Lasst immer gerne ein Abo da und schaut natürlich wie immer noch gerne im Abstand vorbei. Da ist hier immer noch ein weiteres Video verlinkt und die komplette Playlist zum Projekt. Schaut da gerne vorbei. Euch noch einen schönen Tag. Danke für den Support und lasst gerne ein Abo da. Haut rein. Ciao.